Kino ohne Film. Stellt sich dieser Hornochse vorne vor die Leinwand und erzählt uns seine dämliche Lebensgeschichte. Mitten in den Film rein. Sie steht heulend am Rand. Erst war es nur ein Flüstern, da sagt ja keiner was. Aber dann wurde es lauter und das Geheule kam noch dazu. Dabei gab es in dem Film auch überhaupt nichts zu heulen. Es war zwar eine Liebesschnulze, aber beim Heulen waren die noch gar nicht. Aber die Ische da vorne im Parkett, die heulte schon. Ruhe! Raunzten die Ersten. Aber die beiden wollten gar nicht aufhören. Reden, heulen, reden, heulen. Kein Schwein kann sich so auf den Film konzentrieren. Es ging da um irgendwas, also in dem Film, mit so einem Anwalt. Der Mann hatte Geld hinterzogen, kriegte nichts gebacken, war aber sehr leidenschaftlich und einfühlsam. Und sie wollte ihn mit dem Anwalt aus der Scheiße rausholen. Der Anwalt, so ein ganz seriöser, verliebt sich in die Frau von dem Mann und sie muss sich zwischen Ehe mit Leidenschaft und Sicherheit und Wollenbegehren entscheiden und ist hin und her gerissen. Also wir gucken uns ganz gerne die Scheiße anderer Leute an, deswegen gehen wir ins Kino. Und das Geheule wird immer lauter, statt dass es aufhört. Dabei fing alles ganz normal an. Wie oft gehen Sie ins Kino? Geht ihr ins Kino? Viel zu selten. Nicht daheim vom Fernseher hängen. Sag ich, komm Uschi, wir gehen ins Kino. Mal was ganz Besonderes machen, sag ich zu meiner Frau. Uschi, nee, die Kinder und ich bin müde. Die alte Leier. Ich habe sie überredet, der Nachbarin Bescheid gesagt wegen der Kinder und wir sind los. Vorher Burger King, bei Rot über die Ampel, laut Musik im Auto, beim Fahren rumgeknutscht. Es war wie früher. Und dann dieses Theater im Kino, während wir den Film genießen wollen. Ich denke, dem mache ich gleich Ärger. Und Uschi, lass ihn doch. Das war dann auch wie Kino im Kino. Geht der nach vorne, vor die Leinwand, damit alle es hören. Auf seinem Gesicht das Flackerlicht vom Film, da macht der Vorführer schon den Ton aus. Und der da vorne jammert uns sein Beziehungsdrama entgegen. Und das ging so. Ihr guckt euch eine unglückliche Liebesgeschichte an und habt doch selbst nichts Besseres laufen. Da könnt ihr gleich zu Hause bleiben, euch vor den Spiegel stellen und drauf losjammern. Für 2,80 Euro ist doch viel zu teuer. Komm jetzt, Theo, sagt seine Frau vom Rand aus. Und er, lass mich, Inge. Die können ruhig wissen, wie scheiße so eine Ehe nach 7 Jahren ist. Inzwischen hat der Vorführer auch den Ton gestoppt und hat Licht angemacht. So ein Sicherheitsvogel kommt vom Rand in kurzem T-Shirt, dicke Arme und will den von der Leinwand wegholen. Lass ihn doch, brüllen die Ersten. Den gefällt das hier wohl auch. Und sie, er weiter, und sie hat 4 Wochen vor unserer Hochzeit auf einer Party sturzbesoffen mit meinem besten Freund rumgeknutscht. Fast aufgefressen hätten die sich. Auf solche Leidenschaft warte ich bis heute. So ging das zwischen den beiden. Und du bist mit meiner Schwester ins Bett gegangen. Ist das denn besser? Ganz großes Kino. Die Zuschauer sind bestürzt bis amüsiert. Er wieder, wir haben dann trotzdem geheiratet und uns das bis heute nicht verziehen. Ist fast in Tränen. Du hast dich auch nicht entschuldigt, sagt sie vom Rand aus. Lauter! Das haben wir nicht verstanden! Geh doch auch vor die Leinwand, wir können nichts hören, brüllt einer der Frauen zu. Wenn schon kein Kino, dann aber doch das volle Programm. Er hat sich nicht entschuldigt. Ja, wofür denn auch? Sie hat doch angefangen. Das Publikum macht mit. Melodrama mit Publikumskommentar. Ein ganz neues Genre. Mir wird das hier schon zu doof. Komm, Uschi, wir gehen jetzt nach Hause. Uschi, ich find's spannend. Ich habe auch mal im Urlaub mit Uschis Schwester an Uschis Schwester rumgefingert. Und unser Ansgar war erst 10 Monate alt. Nach dem Urlaub hatte Uschi was mit einem Tennisfreund. Ich weiß bis heute nicht, wie weit das ging. Das ist doch scheißegal, wer angefangen hat, brüllt einer aus dem Publikum. Uschi steht auf und ruft. Mir ist das mit meinem Mann auch schon mal passiert. Und das belastet eine Ehe, wenn man das nicht ausgeräumt kriegt. Aber er will bis heute nicht drüber reden. Na, Glückwunsch. Grandiose Veranstaltung. Wären wir mal bei Burger King geblieben oder die Bullen hätten uns bei Rot an der Ampel einkassiert. So eine gequälte Scheiße. Und ich im Halbdunkeln zu Uschi. Nee. Und ich habe im Halbdunkeln oben einen aus unserer Personalabteilung gesehen. Ich zu Uschi. Uschi, halt die Fresse. Oder willst du nicht gleich nach vorne gehen und mitmachen? Mach ich auch, du Blödmann. Trotzt Uschi mich an und geht nach vorne. 2 Stunden Beziehungsdramen vor der Leinwand. Aus den Nachbarsälen kam sie auch noch rein.
knallvoll die Bude. Um 24 Uhr wurde abgebrochen. Der Veranstalter wollte das jetzt wöchentlich wiederholen. Kino ohne Film. Uschi will wieder hin. Und ich soll mitkommen. Danke.